Hallo, liebe Leute da draußen, ich bin's wieder, euer Dave. Heute machen wir mal was ganz was Feines. Und zwar in diesem Video von vorne bis hinten durch einen kleinen Miniskull. Um ehrlich zu sein, den kleinsten Skull, den ich bis jetzt gemacht habe. Und zwar ist der genau, lass mal lügen, 4,5 cm auf 3. Ich habe ihn extra nachgemessen. Der kleinsten Skull, den ich bis dato je gemacht habe. Und ja, der Goblin, der Green Goblin, der jetzt auch bald bei YouTube hochkommt. Ich denke mal noch so, ich glaube, in 2 Wochen oder so fängt die, glaube ich, die Reihe an. Der ist sogar noch vom Gesicht, glaube ich, noch ein Stückchen kleiner. Aber hey, der Skull ist, wie gesagt, ist der kleinste Skull, den ich bis jetzt gemacht habe. Aber nicht das kleinste Bild, da habe ich noch kleinere Sachen gemacht eigentlich. Aber so vom Skull-Ding her auf jeden Fall ist das wirklich mickrig. Und damit das alles so ein bisschen noch ganz geil aussieht, habe ich jetzt hier so einen Rahmen noch gemacht. Das Ding ist, ich habe hier noch einen Bogen Synthetikpapier gehabt. Welche Marke weiß ich nicht genau. Das lag irgendwann mal bei einer Bestellung mit dabei als Muster. Und ich weiß leider nicht genau, ob das jetzt das Createx ist oder nicht. Aber das ist ja eigentlich auch wurscht. Und da habe ich jetzt dann eben die Farbe von der Airbrush Color for You. Ich habe hier die Airbrush Color for You weiß und schwarz. Und ich habe hier das Kupfer Metallic, das ich nachher noch mit dem roten Candy einfärbe und noch ein bisschen mit Schwarz, damit das alles nochmal so ein bisschen von außen nach innen heller wird, dunkler wird und das alles nochmal so ein bisschen Farbe kriegt und so. Und da habe ich ein bisschen rumprobiert, um das alles noch so ein bisschen so einen Effekt zu geben. Das sieht man natürlich jetzt hier nicht, das werdet ihr auch nicht sehen während dem Video. Das seht ihr eigentlich auch generell nicht so gut. Das sieht man halt eigentlich eher so, wenn man das Ding so in der Hand hält, dann sieht man das eigentlich ganz geil. Und ja, das war so der erste Test auf Synthetikpapier. Das erste Mal, dass ich das benutzt habe überhaupt. Und das ist arschglatt. Also ich habe jetzt schon mit mehr Sachen auf Synthetikpapier gearbeitet. Die monochrome Frau, den blauen Skull, das Porträt meiner Tochter, dann habe ich hier noch den Green Goblin etc. Also jetzt habe ich ja schon mehr gemacht, den Moon Knight und so. Es sind schon ein paar coole Sachen dabei. Und jetzt kann ich das auch ein bisschen besser machen. Oder komme besser damit zurecht. Aber hier war das natürlich auch mal alles neu. Und auch die Gun war, die Iwata, mit der freunde ich mich immer noch nicht ganz so an. So langsam kriege ich ein bisschen besseres Handling mit der Pistole. Aber das ist noch mal ein bisschen. Ich bin einfach so die H&S gewohnt, deswegen war das hier auch nochmal so ein bisschen tricky für mich. A, das Papier, B, die Farbe natürlich, mit der die ich auch nicht so oft benutze. In letzter Zeit nehme ich doch gerade wieder vermehrt die Schminke, weil ich da einfach ein fettes Support-Paket bekommen habe und da viel rumexperimentiere, wenn ich ehrlich bin. Und ja, da haben ein paar Faktoren zusammengespielt, warum ich auch am Ende des Tages relativ viele Spinnenbeine dauernd produziere. Aber hey, ist mir echt relativ furz. Falls ihr euch da draußen denkt, what the fuck? Deswegen, auch wenn nicht, ist mir eigentlich wurscht. Übrigens kein Opener, genau. Ich habe keinen klassischen Opener wie sonst gemacht, weil ich ganz ehrlich, das ist so viel Arbeit hier, alles umstellen, alles machen, das Licht, alles Mögliche. Und für das bisschen Resonanz, was ich da eigentlich überhaupt generell dafür zurückbekomme, ist einfach zu viel Arbeit. Das ist zu viel Aufwand für das, was es eigentlich hergibt. Und deswegen lasse ich die in Zukunft weg, was mir dann einfach wirklich zu viel Arbeit für das bisschen, was da zurückkommt im Endeffekt. Und deswegen starten wir nämlich den eben einfach gleich hier rein. Und wie gesagt, der Skull wird heute komplett fertig. Das schaffen wir komplett. Ich habe das jetzt ein bisschen beschleunigt, weil das natürlich langweilig ist. Sind wir mal ehrlich, Fläche bemalen ist jetzt nicht gerade ein Highlight. Und da nehme ich auch natürlich auch hier mal ganz gern die Maske bei dem Kupferzeug. Das ist so dickpartikelig und da habe ich auch ein bisschen größere Düse nehmen müssen. Ein bisschen mehr Material durchhauen müssen und ich glaube, da war sogar die Absauganlage defekt. Das kann sein, deswegen habe ich das, glaube ich, auch noch mit der 3M-Maske gemacht. Was man noch alles so hat von der Arbeit eben, vom Lackieren her. Und den Skull, den wir machen, den habe ich tatsächlich schon aus dem Netz gefunden, aber dann einfach freihand auf dem Papier nachgezeichnet. Warum ich den nachzeichne, das sehen wir nachher. Da mache ich mir nämlich eine etwas kleinere Schablone im Endeffekt, damit ich das nicht komplett von Freihand machen muss, sondern da nachher einfach so einmal ein grobes Ding habe, wo ich anfangen kann. Und dann bleiben wir natürlich nur noch Freihand drin. Back to the rules. So, muss ich kurz einen Schluck trinken. Ich habe jetzt das Rot gehabt. Habe
habe ich tatsächlich hier, glaube ich, von der Schminke dann auch genommen. Irgendein dunkles Rot. Und jetzt habe ich mir gedacht, ja, der Kontrast war jetzt nicht schlecht, aber das war mir zu wenig. Es war mir einfach zu wenig. Ich habe auch hier eigentlich nicht das reine Schwarz genommen, sondern das Candy-Schwarz, damit auch da quasi die Kupferpartikel noch durchscheinen. Das sieht man auch, aber das seht ihr natürlich nicht, weil das halt einfach zu kleinteilig einfach ist. Hier natürlich wieder das Problem, der Strahler, der hat natürlich wieder eine Power, der überstrahlt alles, was weiß reflektiert ist. Seht ihr nicht viel, aber ich fummel ein bisschen rum und hier seht ihr den Skull, den ich da mal schnell händisch abgezeichnet habe. Oh, und den benutzen wir jetzt. Den werden wir nämlich dafür schön benutzen und das hat irgendwie, ja, hat auch mal wieder Spaß gemacht. Und ich habe generell Bock gehabt, irgendwie mal so was Kleines auszuprobieren, ein bisschen nochmal ein bisschen das Handling der Iwata zu verbessern, indem ich dann eben so kleinteilige Sachen mache. Ich muss sagen, ich glaube eine Zeit lang, ja, ich glaube die Düse war irgendwann defekt, weil das Video hier, das ist das Bild, sagen wir es mal lieber so, das ist jetzt schon relativ lang, ja, schon glaube 3-4 Monate oder so, wenn nicht sogar länger. Und ja, da war, glaube ich, die Düse auch kaputt und so. Und da habe ich mir dann noch deutlich schwerer getan, jetzt wo ich die Ersatzteile mal reingefetzt habe und so. Und gerade letztens, bei dem einen Bild, wo ich da mal das Weiß genommen für habe, ein bisschen stärker verdünnt und so, ging das schon wieder ganz gut. Damit konnte ich ganz gut arbeiten. Aber es ist auch immer so eine Sache, die Schminke, die passt natürlich auch nicht bei allen. Jede Farbe passt auch nicht gleich gut zu jeder Gun und muss auch immer ein bisschen anders verdünnt werden und so. Das muss man natürlich alles mit berücksichtigen und da fehlt mir einfach knallhart die Praxis mit den Iwata Guns, dass ich da so ein gutes Mikro hinkriege. Mikro-Detailing. Das schaffe ich mit den H&S-Pistolen wie im Schlaf. Mit der Sparmax übrigens auch mega gut. Die nochmal ein bisschen anders ist als die Iwatas. Aber vom Aufbau her eigentlich ähnlich, aber trotzdem, mit der kriege ich das auch noch fast nahezu identisch hin wie mit den H&S-Pistolen. Deswegen nutze ich die dann doch immer lieber. Aber ganz ehrlich, jetzt habe ich schon so eine teure Iwata mit über 300 Euro. Dann soll das Ding auch mal laufen und dann ärgert mich das, wenn ich die immer stehen lasse, weil ich weiß, dass ich nicht so ein gutes Handling noch nicht mit der habe. Und dann ist es natürlich ein Rattenschwanz. Dann benutze ich die immer weniger und dann dauert es immer noch länger. Und aber ich habe gesagt, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht verkaufe ich das Ding auch mal und besorge mir dafür noch mal ein paar H&S-Pistolen, weil ich probiere zwar gerne viel rum und so, aber am Ende des Tages muss ich sagen, ja, ob ich dann immer Bock habe, mich da so rumzustellen und mich rein zu investieren in so ein Handling und so, und dann sind die H&S wieder komplett anders und so, da weiß ich nicht, ob das wirklich so Sinn macht oder so. Also ich glaube, ich werde am Ende des Tages echt bei den H&S bleiben, weil mit denen kann ich einfach so geile Details malen. Ich meine, ich habe die, was ich ja am meisten liebe, ist gerade die AL Plus und die Evos. Die sind auch nicht schlecht, aber mit der Feinlein-Kopf ist einfach das Beste, finde ich. Und ich benutze die auch lieber als die Infinity, weil in der Infinity ist bei mir gerade aktuell immer noch die 0,15er drin und die Düse ist einfach zu klein. Das ist Bullshit, hey. Die verstopft nur ständig und die Scheiße braucht man, also meiner Meinung nach braucht man es echt nicht. Eher 0,2 oder 0,35 oder so, das ist echt schon eher was, mit dem man gut arbeiten kann. Jetzt seht ihr auch, warum ich den auf Papier vorgezeichnet habe. Ich brush jetzt einmal die Silhouette nach, damit ich das einmal habe, das Weiße. Und dann werden wir auch noch ein bisschen nachher den Skull noch ein bisschen rausschneiden, damit wir einmal die Proportionen haben. Damit ich das jetzt nicht wieder übertragen muss auf das Synthetikpapier, weil jetzt haben wir natürlich das alles dick mit der Farbe vorgrundiert. Und das war, glaube ich, das Createx-Papier. Und das wisst ihr, also die das kennen, das Createx-Papier. Das ist so super empfindlich, wenn man da einmal was auflegt und eine Freihandschablone dann zu scharf abzieht, dann hat man da 1000 Kratzer drin und so. Und das ist halt voll der Bullshit. Deswegen habe ich mir gedacht, boah, bevor ich jetzt dann nachher noch rumzeichne, dann drückt es das durch oder verkratzt noch. Oder ja, dann habe ich mir gedacht, nee, dann nehme ich lieber den Weg. Der ist doch am einfachsten und am effektivsten. Und dann nehme ich das auch gerne. Deswegen habe ich hier auch das Ding ausgeschnitten nachher und dann mit Schwarz nachher nachgelegt und dann passt das nämlich. Infinity Black nehmen wir jetzt einfach für die inneren Sachen und das Extreme White, die zwei, mit denen werden wir heute arbeiten. Genau, wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Ne? Wir haben wieder den Mundfußlicht geredet und wir schon wieder vergessen, wo wir eigentlich ursprünglich waren. Wir waren ja bei den Pistolen, ja. Ja, vielleicht, wie gesagt, nehme ich mir irgendwann
nochmal eine H&S dazu, weil ich eben mit einer 02er Düse und dem Feinlein oder mit den CR Pistolen kann ich super gut arbeiten. Damit kann ich super fein arbeiten, aber die haben auch eine gute Range nach oben. Mit denen kann ich auch sehr dick und großflächig malen und das ist irgendwie das, was mich total hookt. Wo ich aber auch wirklich, mit der kann ich on the fly richtig gefühlt ein paar Millimeter an den Untergrund und kann so fein strukturiert malen. Das geht jetzt zum Beispiel mit der Sparmax so. So, ist, ja, geht auch nicht schlecht und bei den Iwatas eben ist das mit der Neo so wie mit der anderen. Da ist das nicht der Fall. Da muss ich immer höllisch aufpassen, dass das nicht immer so Spinnenbeine sofort gibt. Weiß ich, dass irgendwie die verhalten sich halt doch irgendwie ein bisschen anders. Oder ich muss da eben dann die Farbe anpassen etc. Und das ist dann halt immer so ein Ding, wo dann nicht so geil ist. Ja, hier nutze ich übrigens die Infinity, sehe ich gerade für das Schwarz. Und ja, also wie gesagt, da bin ich echt, habe mir echt gedacht, ja, vielleicht probiere ich mal noch die eine oder andere Pistole aus, warum auch nicht. Aber so wirklich gut läuft es jetzt eigentlich meistens nur bei den H&S, aber die bin ich halt auch am meisten gewohnt. Die passen gut zu den Schminkefarben und die benutze ich aktuell ja eh ganz viel. Die benutze ich generell auch am liebsten, wenn wir ehrlich sind. Und da ist das dann halt einfach, ja, da funktioniert es einfach richtig gut. Und wie sagt man so schön, don't change a running system, oder? Ach, geil. Nee, aber das ist wirklich so, wo ich sage, die Iwata, die schaue ich mir jetzt nochmal ein bisschen öfters an und die möchte ich auch gerne besser beherrschen, weil ich die auch generell von der Qualität ganz geil finde. Ist halt immer so ein Ding, da weiß ich echt nicht, ob ich, ja, mal schauen. Vielleicht verkaufe ich es am Ende des Tages irgendwann. Wie gesagt, hol mir nochmal eine H&S oder so. Wer weiß das schon. So, ich sage ja mal ganz gerne, ich mache meine Bilder immer eine Langkarte, indem ich mir das entweder vorzeichne oder halt mit der ersten Farbschicht irgendwie so anlege. Hier dient ja die erste Farbschicht vom Skull nur, damit ich weiß, wo ich jetzt die Papierschablone aufsetze und damit wir natürlich was haben, wo wir es kenntlich machen. Und hier entsteht jetzt im Endeffekt die Landkarte für mich, an den groben Sachen ich mich orientiere. Das ist natürlich einmal der Mund, die Nase und die Augen und hinten nochmal ein bisschen die Seite vom Schädel. Und ihr seht schon hier, wie es da schon hier fast was wegreißt. Hey? Also scheiße empfindlich ist das Papier. Synthetikpapier. Und ja, das passt. Mal wieder ein bisschen Dummfug machen. Und ihr seht schon, jetzt haben wir hier das grobe Ding und jetzt in dem Teil kann ich jetzt schön freihand komplett drin arbeiten. Und das liebe ich ja mit am meisten, das wisst ihr. Man kann natürlich alles Mögliche nehmen, aber ich nehme am liebsten gerne nur die Gans. Das macht mir am meisten Spaß. Auch wenn man damit natürlich nicht immer die perfekten Ergebnisse erzielen kann. Da kann man natürlich mit viel Tools und Hilfsmitteln teilweise viel schönere Effekte machen, aber hey. Mach das, was ich gerne mache und deswegen probieren wir jetzt hier aus und hier nehmen wir eben die Iwata HPBH und dann, ja, da bin ich aber noch viel rumfummeln und drucktechnisch möchte ich eigentlich gar nicht mehr so viel rumspielen. Ich habe gemerkt, für mich so mit den H&S Pistolen, da habe ich immer meine 2 Bar drin und wie gesagt, da kann ich auf jede Oberfläche kann ich runtergehen bis zum Ultima. Ich kriege da so gut wie nie Spinnenbeine, so fast wie nie. Außer ich bin unachtsam oder so oder müde oder so und dann verchecke ich das vom Handling kurz. Dann passiert mir natürlich immer laufen, das passiert jedem, brauchen wir uns auch nichts vormachen. Aber da kann ich halt mega runtergehen und bei der Iwata, da habe ich schon gemerkt, da muss ich brutal viel hier und der hat jetzt zwar den Druckregler, aber da muss man auch relativ viel auch mit rumspielen, damit das eben nicht gleich so extrem Spinnenfüßle überall gibt irgendwie. Das habe ich gemerkt, auch hier läuft sie irgendwie noch nicht ganz so. Kommt relativ spät, so ein bisschen Trigger-Lag. Ja, war auch nicht ganz optimal. Aber wie gesagt, da war, glaube ich, auch die Düse eben irgendwie nicht mehr ganz so gut. Zwar war sie nicht irgendwie gerissen oder so, aber ich habe sie mir dann unter Mikroskopen angeguckt und die war so richtig verbogen. Die ist mir, glaube ich, irgendwann mal versehentlich für irgendwie vom Tisch gefallen und dann, wenn die natürlich unten aufknallt, dann ist die natürlich auch durch. Verändert natürlich extrem den Luftstrom, wenn dann der Durchmesser vom Düsenkopf nicht mehr passt. Und ist natürlich bei so einem detailreichen Malen wie hier natürlich tödlich. Weil wenn es dann nicht on point rauskommt oder dann halt deswegen bedingt irgendwie schneller verstopft etc., dann macht man sich da keine Freude. Dann ist das kein schönes Ding.
Ja, und es funktioniert hier in dem Bild so ein bisschen semi-gut, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wie gesagt, liegt eher wieder an der eigenen Dusseligkeit. Aber ich wollte es unbedingt mit der Iwata machen und dann bin ich auch selber schuld, oder? Wir legen natürlich jetzt einmal mit dem Weiß schön vor, geben so viel, dass es überall den Helligkeitsgrad hat, den wir brauchen. Und dann können wir eigentlich schön mit dem Schwarzen nachher reingehen, weitere Grauebenen einbauen. Und wenn man es dann ganz geschickt macht und es von vornherein schon richtig gut managt, bekommt man nachher auch keine Blauverschiebung mehr, wenn man mit dem Weiß nachher nochmal nachgehen müsste. Wenn man das einmal mit dem Schwarz dann so hinbekommt, dass es gut passt, dann hat man sich da die Arbeit gespart, beziehungsweise die Verschiebung. Aber ich glaube, das ist hier nicht der Fall bei dem Bild. Und wie gesagt, hier sind nachher auch noch ein Haufen Spinnenbeine drin. Ich habe mir vorhin mal das Endbild angeguckt. Das ist schon so lange her, wo ich mir gedacht habe, so meine Fresse, da sind aber ganz schön viele Spinnenbeine drin. Aber das fällt bei der Größe aus 10, 20, 30 cm Entfernung, das fällt keinem auf. Weil das eben so winzig, furzklein ist. So Briefmarkenformat. Also ich kann es euch nur mal empfehlen, probiert das gerne selber mal aus. Dann werdet ihr mal sehen, wie geil das sein kann, wenn man so 4,5 auf 3,5 cm hat. Das ist schon eine Herausforderung, aber es hat mir irgendwie unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Deswegen hatte ich auch so viel Bock auf den Green Goblin und habe den ja in ähnlicher Größe gemacht. Also das Gesicht ist sogar noch einen Ticken kleiner als der ganze Skull hier. Also das Gesicht, proportionstechnisch und so ist der, glaube ich, sogar noch ein Stückchen kleiner. Und der restlichen Details, aber das Ding hat mega viel Spaß gemacht. Das war richtig cool. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen? Für die paar, die hier reinschauen. Und ja, einfach mal reinlogge. Wie gesagt, gerne kommentieren, gerne liken, abonnieren. Damit ist mir gut geholfen. Ja. Genau, hier probiere ich ein bisschen rum mit dem Detailing, aber es klappt, ich meine, teilweise klappt es nicht schlecht, aber die verstopft ja relativ schnell. Und das hat mich dann hier wieder in dem Bild relativ zur Verzweiflung geführt, weil das ist halt bei den anderen Pistolen nicht so. Die Iwata stottert halt immer pro da, aber das hatte ich schon die ganze Zeit mit der. Das habe ich bis jetzt kaum in den Griff gekriegt, dass die im kleinen, feinen Bereich, und dafür ist sie eigentlich gemacht, anfängt zu stottern. Und vielleicht liegt es auch, ich wollte schon fast sagen, an der Farbe, aber hier nehme ich ja die Airbrush Color for You, die eh schon viel dünner eingestellt sind. Und selbst hier hatte ich ständig Probleme, aber ich weiß nicht, ob das am Ende des Tages wirklich nur noch an der Düse lag oder nicht. Wie gesagt, vielleicht liegen sie mir auch einfach nicht. Vielleicht sollte ich es einfach lassen. Vielleicht sind die nichts für mich. Wie der Roger Hassler gesagt hat, seine Lieblingsgun ist die Gun, die sauber ist. Das ist auch geil. Da musste ich so lachen. Übrigens, Roger Hassler. Der ist mittlerweile auf unserem Discord-Server. Also, wenn ihr den mal live treffen wollt, beim Stammtisch oder so, beim Live-Schnacken, da ist er gerne dabei. Und er ist auch diesen Freitag wieder dabei um 19 Uhr. Ist ja in der Regel immer freitags 19 Uhr der Stammtisch. Und mal mit Thema, mal ohne Thema. Und diesmal haben wir auch wieder ein schönes Thema mit den Wolken, glaube ich. Und ja, das ist schon ziemlich cool. Also so jemanden auf dem Server zu haben, das macht mir eine richtige Freude. Und hat auch viel Ahnung und kann auch viel. Und ist ein geselliger, cooler Typ. Ja, und irgendwie schon ein bisschen so abgefahren. Ich meine, wenn man den nur so vom Magazin kennt und so. Und dann einfach mal so face-to-face schnackt mit der Cam und so. Das ist schon ziemlich abgefahren und cool. Da tummeln sich aber, glaube ich, mittlerweile bald 100 Leute auf dem Server rum. Das finde ich schon ganz cool. Also das wird langsam. Discord-Server ist echt, da bin ich auch selber gerne unterwegs, weil da einfach so viel passiert, so viel auch privates Zeug geschnackt wird und gezeigt wird und so. Also ist echt ein feines Ding. Ich macht richtig viel Spaß. Wir sehen hier schon wieder an der Nase einmal schön rumgesaut und schön die Spinnenbeine drin gehabt hier. Ah, das ist das. Da war ich echt zen-mäßig so ein bisschen so halb-halb. Also muss ich sagen, da hat es mich dann teilweise schon so ein bisschen, wo ich mir gedacht habe, so, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht gleich die Iwata durch den Raum fliege. Durch Zeit und Raum. Oh, hier wird wieder gehupt und gemacht.
geht wieder der Punk ab, sobald die Sonne rausdrückt. Geht hier natürlich wieder die Luzi ab draußen. Und ja, wie man sieht, kämpfe ich. In jedem Bild kämpfe ich relativ viel mit der Pistole. Und mit mir selber dann. Und das ist halt dann so, ja, das Schwarz nachher, ich glaube, mit der Infinity, die läuft da, glaube ich, im Vergleich dazu nachher perfekt. Und da habe ich dann halt einiges korrigieren können und so. Aber ich wollte es halt unbedingt mit der jetzt unbedingt mal besser hinkriegen und einfach ein besseres Gefühl dafür kriegen. Vielleicht liegt es auch an der Pistole, die ist natürlich relativ alt. Also das Modell an für sich ist relativ alt. Ganz viele haben gesagt, ich hätte ja die Takumi Eclipse mir bestellen sollen, die sei so viel besser. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass das auch stimmt und dass hier eher eine schlechte Entscheidung war, die zu kaufen. Aber mei, so ist es halt. Hinterher ist man immer schlauer, wa? Weste. Und da muss man halt ein bisschen gucken. Ja, schön hier wieder Mühe zu viel und dann wieder rausgeflatscht. Wie gesagt, das habe ich bei den H&S-Pistolen mittlerweile perfektioniert für mich. Da kann ich einfach brushen wie so ein Bekloppter. Da muss ich nicht so viel aufpassen, sagen wir es mal so. Finde ich aber auch generell geil. Ich werde jetzt auch in die Infinity noch ein 02er-Set reinknallen. Wie das CR-Ding, also wirklich Nadeldüsen-Set und so, weil ich bin ganz ehrlich, so eine 0,15er Nadeldüse, für was brauche ich die? Ich kann mit der, die verstopft super schnell, die ist mega empfindlich, die scheiß Nadel und so, weil die einfach noch dünner geschliffen oder gemacht ist bei der Infinity. Und mittlerweile ist das so, dass ich mit der AL Plus, die eine 02er drin hat, bessere, feinere Details machen kann als mit der Infinity mit der 0,15er Düse Nadelset hier. Das sagt irgendwie schon alles aus. Also das ist meiner Meinung nach völliger Mumpitz. Für was braucht man den Scheiß? Also die 02er, mit der kriege ich so geile Details hin und so mikroskopisch klein. Also da habe ich das, tja. Kleiner wird es irgendwie nicht mehr, auch nicht mit einer kleineren Düse und so. Also da, die werde ich austauschen, definitiv, weil bei der Infinity ist die ja immer so schnell vorne wieder zu, und dann kann ich die da und habe ich ständig Tip-Dry mit dem Scheiß, kann ich das wieder abfummeln und so. Also, das kommt noch. Und dann bin ich da happy, dann habe ich die zwei Pistolen mit 0,2er Düsen drin und dann habe ich da meine zwei Schätzchen, mit denen ich immer schön arbeiten kann. Und wenn die Infinity rumzieht, dann nehme ich einfach wieder meine Silverline, das ist ja auch ein 02er-Set drin. Der eine, die andere habe ich auf die 04er umgerüstet, damit ich da mal ein bisschen größflächigere Sachen machen kann. Und dann nutze ich ganz gerne auch die Silverline, die funktioniert, mit der habe ich fast das gleiche endlich. Ich merke bloß da, dass die CR-Version doch nochmal so ein bisschen besser ist. Und die Silverline halt nochmal ein Ticken gröber ist, sagen wir es mal so. Das merke ich dann immer, wenn ich mir ganz viel mit den CRs geschafft habe, dass dann die Evo nicht ganz so rankommt. Aber es ist wirklich Meckern auf hohem Niveau bei mir. Aber das ist mir schon aufgefallen, deswegen, ja, mache ich das. Vielleicht rüste ich die eine Evo auch noch mit dem Feinlein-Kopf aus und so. Und dann passt das vielleicht auch wieder. Habe ich gleich drei Stück und, ah ja, die Sparmax habe ich noch und die andere Infinity und... Ach, die ganzen Iwatas. Wobei ich sagen muss, die Neo hat eigentlich ganz gut funktioniert bei dem Testbild mit dem Assassin's Creed Fuzzi. Das hat eigentlich gar nicht schlecht funktioniert. Wobei ich sagen muss, man merkt einfach bei der Neo, dass das einfach so eine Einsteiger-Anfänger-Gun ist. Die ist mir einfach zu fett, zu klobig. Und hat auch nicht, da ist das Micro generell nicht ganz so geschickt vom Aufbau her und so. Die finde ich generell nicht so geil. Für den Anfang gar nicht schlecht, aber... Die nehme ich jetzt eher so mal, um Hintergründe anzulegen oder so. Dafür taugt die eigentlich ganz gut. Ja, man sieht halt, dass der Skull schon winzig ist. Winzig, aber ich finde, so langsam kriegt er eine coole Struktur rein. Ich meine, ich habe natürlich auch einen Skull gewählt dafür. Der verzeiht auch mal so. Solche Fletcher verzeiht er einfach. Man kann einfach sagen, das ist so gewollt. Das ist die Tiefe im Skull und so. Die Poren in den Knochenstrukturen und so. Das verzeiht einem eben relativ viel. Ich finde generell, Skulls verzeihen ganz viel. Die sind für den Anfang eigentlich total sinnig zum Brushen. Weil da kann man wirklich, wenn man da mal irgendwie so einen Fletcher raushaut, ja, dann kann man immer sagen, das ist so gemacht. Da ist ein Loch drin oder so, ist der Geier was. Also finde ich die echt nicht schlecht. Aber guck, hier zum Beispiel gerade,
einfach nicht reagiert. Die Scheiße. Ich habe jetzt mega viel vor und zurück navigiert. Das ging da ewig nicht. Und dann weiß ich schon, muss ich voll aufpassen, bevor das Ding da so rausflitscht. Und ja, man sieht auch hier brutal schnell, wie sich das Tiptroy vorne ansammelt. Also das hatte ich bis jetzt bei noch keiner Pistole so extrem wie bei der Iwata. Da habe ich jetzt hier Tiptroy alle 3 Sekunden. Und wenn ich die H&S nehme mit dem gleichen Weiß, dann habe ich Tiptroy alle 10 Minuten oder so. Also das, ja, ich weiß nicht, was dann der Gun eigentlich so falsch läuft irgendwie. Und ja, ich muss das mal bei der Schminke testen. Ich habe die jetzt schon lange nicht mehr angefasst, muss ich ehrlich sagen. Ich habe die Pistole jetzt, glaube ich, ein paar Monate gar nicht benutzt. Ich habe die jetzt die Tage mit der Schminke getestet. Da war das eigentlich deutlich besser. Vielleicht, ja, ich probiere die nochmal mit der Schminkefarbe aus. Mal schauen, ob das vielleicht besser funktioniert. Ich habe die, glaube ich, nur mit der Color for You ausprobiert. Vielleicht ist die da nicht so optimal für, oder ich habe keine Ahnung, hey. Auf jeden Fall hat es mich nicht glücklich gemacht, auch hier nicht unbedingt. Aber hey, ich wollte es halt unbedingt mal ein bisschen rumprobieren. Ein bisschen was machen, wa? Ein bisschen was machen. Ach ja. Aber das Projekt hat mir irgendwie Spaß gemacht. Einzigste, was mich wirklich abgefuckt hat, wo ich wirklich kurz mal Schnappatmung bekommen habe, war das Abziehen des blauen 3M Kurvenbands hier, was hier ringsherum angebracht ist für die Struktur, für den Rahmen. Da hat es mir tatsächlich die kompletten Fasern vom Papier rausgerissen. Also da war ich einmal kurz, wo ich mir dachte, what the fuck, ey. Dann habe ich ja beim blauen Skull, den habe ich ja viel, viel später dann gemacht, den habe ich ja auch komplett abmaskiert mit der Maskierfolie. Und da wusste ich auch noch nicht, ich dachte hier, das ist dann einfach zu stark oder das war eben das Testpapier, keine Ahnung. Habe aber dann auch gemerkt, dass das andere Maskierding auf dem Createx Synthetikpapier keine gute Idee war, weil es mir da gefühlt die halbe Farbe runterzieht. Also das wusste ich da noch gar nicht, aber das war schon ziemlich krass hier. Das war schon harter Stuff. So. Aber ja, jetzt kommt es langsam. Ja, hier und da wieder ein bisschen. Ja, man kann schon mit der Fein malen. Also ich glaube, wie gesagt, vielleicht war es die Farbe, vielleicht war es die kaputte Düse, vielleicht war es auch meine Dusseligkeit, mein Handling und so. Vielleicht komme ich auch noch dahinter, vielleicht werde ich noch warm mit der und vielleicht auch nicht. Muss ich mal gucken. Könnt mir gerne mal schreiben, was ihr so für Pistolen habt oder was eure Lieblingspistole ist. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Was ist eure Lieblingsgun? Das wäre mal ganz interessant zu wissen. So, ich gucke natürlich hier, dass ich die Helligkeit überall so hinbiege, dass das auch von vornherein eigentlich schon ganz gut passt. Wie gesagt, hier ist das mit der Blauverschiebung auch überhaupt nicht wild, weil ich den Färben noch ganz wild ein, den Skull. Da hatte ich voll Bock auf Farbe noch, weil der mir einfach so ein bisschen zu langweilig aussah. Deswegen hauen wir da nachher noch gehörig Farbe rein. Wie so ein Bekloppter. Da kommt der Mann mit der Farbe ran und dann fällt der da rein und dann schwuppdiwupp ist das ganze Ding einfach mal eingefärbt. Aber wie gesagt, ich zeige euch das hier trotzdem, weil es mir so wuppe ist. Ob ich da Fehler mache oder nicht. Ihr dürft da gerne immer dabei sein bei solchen Geschichten und deswegen bin ich da ja auch gar nicht. Finde ich das auch gar nicht schlimm. So ist das halt, wenn man Sachen ausprobiert, dann funktionieren sie mal oder auch nicht. Das ist einfach normal, würde ich mal behaupten, oder? Das Nachbarskind schreit mal wieder um, aber man hört es nicht. Kurz abgecheckt, ob man das hört denn hier in der Aufzeichnung. Wenn da mal wieder geschrien wird. Immer diese Nachbarskinder. Ach geil. Ach herrlich. Genau, jetzt kommen wir glaube ich nachher mal zu den Zähnen. Ich glaube, die fangen wir jetzt an. Aber ihr seht es hier gerade, mir schießt es da teilweise so raus, so krass. Habe ich natürlich immer wieder hier an dem Druckregler ein bisschen rumgespielt und so. Aber ich finde, das sollte man am Anfang gar nicht so viel machen. Eigentlich sollte man am Anfang nicht unbedingt viel am Druck ändern. Weil man sollte eigentlich mit dem Druck, den man hat, und 2 Bar nehme ich da immer. Bei mir sind 2 Bar immer eingestellt und mit denen habe ich, verändere das so gut wie nie.
Man hat außer irgendwelche außergewöhnlichen Oberflächen, sowas wie jetzt die Elke gemacht hat, auf Glas oder auf Spiegel oder so. Da verstehe ich schon, dass man das angleichen muss ein bisschen, weil das halt 0,0% saugt und dann einfach super schnell abhaut. Ich habe ja schon selber auf Glas gebrusht und weiß das. Auch da habe ich es dann mal ein bisschen runterreguliert, aber auf, glaube ich, 1,6 oder so, wenn überhaupt. Und generell arbeite ich immer mit 2 Bar. Ich weiß gar nicht, warum die Leute immer so viel an ihrem Kompressor und an der Einstellung rumfummeln, ey. Weil ich finde immer, wenn man zu viel runtergeht und dann sprenkelt es einfach sofort viel rum. Und wenn man da nah dran ist, dann ist das auch der Fall. Also, wie gesagt, mit den H&S geht das wunderbar auf 2 Bar. Witzigerweise habe ich da erst vor kurzem Airbrush Asylum gesehen, der irgendwie ein Video rausgehauen hat, so 5 Sachen, die ihr für den Anfang immer machen solltet oder irgendwie so Blödsinn oder irgendwelche Sachen, die wichtig sind, irgendwie so in der Richtung hieß das, glaube ich. Und da hat er dann auch gesagt, er brusht immer mit, keine Ahnung, glaube, was waren es, 25 PSI oder 30 und das sind umgerechnet genau 2 Bar, musste ich einfach nur lachen. Weil ich mir gedacht habe, ja, das nehme ich auch gerne. Das funktioniert halt dafür auch irgendwie am besten. Und da habe ich mir gedacht, ja, dann da habe ich ja da gar nicht, ja, auch wirklich gar nicht so unrecht, wenn andere Profis das genauso sehen. Und ja, ich, wie gesagt, ich spiele da selten dran rum. Weil so, dann da muss man ja wieder, dann hat man wieder einen ganz anderen Triggerpunkt und da muss man wieder gucken, wann setzt die Farbe ein, wie sieht der Sprühnebel aus. Und ich finde, wenn man das einmal eingestellt hat, dann sollte man das drin lassen und dann sollte man anfangen, endlich vernünftig damit umzugehen und dann vernünftig mit der Gun zurechtzukommen und fertig. Kann natürlich sein, dass hier die Warta mit 2 Bar nicht funktioniert, das ist natürlich auch möglich, dass ich da vielleicht eher auf 1,8 runter muss oder so. Alles so Sachen, die ich noch rausfinden muss oder sollte oder werde, aber wie gesagt, vielleicht ist die Marke auch einfach nichts für mich. Aber das sind so Sachen, wo ich immer wieder mal sehe und so, wo ich da immer ein bisschen schmunzeln muss. Ja, ich kriege jetzt hier natürlich mega viele Spinnenbeine, das seht ihr überall. Das werden wir nachher mit dem Schwarz, das ist nachher die Infinity, die läuft nachher, glaube ich, relativ gut. Ich glaube, wieder relativ sehr, sehr gut, wenn ich das noch im Kopf habe. Und mit der korrigieren wir das einfach nach, wo ich mir gedacht habe, komm, dann nehme ich mit der, wo ich das gute Handling auch habe. Dann kann ich das wieder hier ein bisschen ausgleichen, die paar Spinnenbeine in der Nase und so. Dann ist das alles nicht so wild. Dann ist das alles nicht so wild. Ihr wisst ja, das ist doch alles kein Problem. Man muss nur wissen, wie man es macht. Er wird schon wissen, was er tut. Der Bohr. Eieiei. So, ein Schluck Wasser. Aqua de Honey. Ach, das ist so geil. Was mein Vater wieder erzählt hat, da habe ich mich gebogen vor Lachen. Und zwar war das bei der ZF eine große Versammlung, so wie man sie kennt. Und das war, glaube ich, letztes Jahr, nicht letztes Jahr, also schon ein Weilchen her, aber die Geschichte ist mir gerade irgendwie wieder eingefallen. Da standen die dran und haben die ganze Zeit darüber geredet, dass sie doch die das Image verbessern müssen. Image aufwerten, wir müssen uns ums Image kümmern und so weiter und so fort. Da ist irgendwann jemand wutentbrannt aufgestanden und hat gesagt, ich auch gut arbeite, ich nicht verstehen, warum, wir reden nur über Image. Wer dachte, das wäre eine Person. Das haben hat die ganze Halle gekrölt und gelacht. Das fand ich irgendwie so geil. Keine Ahnung, warum ich mich jetzt daran erinnere. War irgendwie witzig. Oh, ganz großer Kopf. Ah, seht ihr mal meine Haare hier. Crazy. So, dale. Haben wir die. Ah ja, gleich mal Gänsefüßle gemacht. Das zum Thema, ich hatte die unter Kontrolle, wahrscheinlich ist die noch schlimmer. Also das ist geil. Aber auch hier, die hatte ich mit der tatsächlich auch so einen richtig beschissenen Trigger-Lag. Jetzt habe ich die Dichtung in der Mitte bearbeitet und jetzt habe ich den Lag nicht mehr. Das war aber auch, die war auch durch, die PTFE-Dichtung da, die war einfach durch, die war verkrüppelt, die war zusammengeschrumpelt und einfach nur fertig. Die halten natürlich auch nur Bedingtlösemittel oder halt so Isopropanol eine Zeit lang aus und dann trocknet das Kunststoff immer mehr und mehr aus, wird rissig und bremst dann immer mehr und mehr die Nadel ab. Das war natürlich dann auch hier das Problem. Und dann hast du natürlich nachher
super Verzögerung, wenn du den Trigger auslöst und dann wirklich gefühlt so einen halben Kilometer nach hinten fahren musst, bis endlich mal Farbe kommt. Das ist mega schlimm. Für mich vor allem, weil ich dann einfach null Kontrolle habe. Dann wird es halt richtig schwierig. Ich sehe schon hier, wie oben mein Finger in der Reflexion von der Gun ständig vor und zurück geht, extrem weit. Heißt, hier war der Trigger-Lag sicher noch drin. Heißt, ich wirke jetzt hier auch hier wieder mit der Gun rum, obwohl sie eigentlich nicht funktioniert. Klassiker. Statt es zu lassen oder eine andere zu nehmen, wirke ich jetzt hier einfach mal mit dem kaputten Zeug rum und ärgere mich eigentlich mehr als alles andere. Ach, das ist so geil. Ja, aber das ist der Killer. Also das ist der absolute Killer, wenn es ums detailreiche Malen geht. Vor allem nur mit der Gun. Und man hat dann so diese leichte Verzögerung. Das killt dich komplett. Weil da hast du dann keine Chance. Da kommt auf einen Schwall dann nachher so viel Farbe oder eben halt gar keiner. Dann sammelt sich natürlich über das ständige Vor- und Zurückgehen nachher brutal viel Farbe auch noch vorne an der Düse an. Und wenn du dann natürlich dann irgendwie Vollgas gibst, dann sprenkelt es dir noch die ganze Scheiße voll. Also das war irgendwie so ein bisschen semi-geil. Ich glaube, ich wirke jetzt noch ein bisschen mit der rum und kriege diesen Trigger-Lag, glaube ich, jetzt nicht in den Griff und wechsle dann zur AL+. Ich glaube, so ist es gelaufen und so wird es, glaube ich, auch gewesen sein. Tja, aber das ist halt so, wenn das Arbeitsmaterial nicht funktioniert, dann ist man angeschissen. Dann kann man noch so guter Airbrusher sein, wenn die Gun nicht vernünftig eingestellt ist oder irgendwie hier, wie gesagt, eben die Dichtung defekt oder so, dann no way, dann hast du keine Chance. Ich würge jetzt tatsächlich noch ein bisschen hier mit herum und ärgere mich halt ständig, weil das halt ständig raussuppt, immer wieder Vollgas, viel zu viel gibt, gerade in dem Bild, wo es eigentlich so wichtig ist, ist das natürlich nochmal doppelt beschissen und dann natürlich nicht so geil. Jetzt zottelt das hier in meiner Aufnahme extrem. Jetzt muss ich hier nochmal kurz Pause machen, nochmal einsetzen. Nicht, dass das hier nachher in dem Endvideo mit drin ist. Ja, funktioniert wieder. Hey, so ein Bullshit. Hey, Technik, einfach so rockelt es einfach mal rum. Warum auch immer. I don't know. I don't know. Da. Ja, hab ich hier. Ja. Wie gesagt, da muss man alles im Griff haben. Aber ich habe ja immer noch meine schöne. Ich war so geschockt, ey, wo ich mit der Elke echt drüber gesprochen habe. Weil die so geil fand, als die hier war und wie ich einen kleinen Kurs gegeben habe mit ihr, fand die AL+ so geil. Die hat gesagt, sie hat noch nie so eine leichtgängige, geile Pistole gehabt wie die. Und die ist auch wirklich geil. Aber ich war geschockt, dass die immer noch so teuer ist und sich vom Preis auch eigentlich nicht verändert hat. Gefühlt fast noch teurer geworden ist. Mit 240 Tacken, ey. Ist das schon eine ganz schöne Hausnummer. Ja, ich habe ja gedacht, ich nehme die hier schön für die Details mit der kleineren Düse, ja. Aber vergessen, dass die den scheiß Trigger-Lag drin hat. Ich sehe hier, wie stark ich am Trigger ziehe. Das darf nicht sein. Die muss schon viel, viel früher reagieren und kommen. Das ist natürlich bei sowas hier dann kontrolltechnisch absoluter Blödsinn. Habe ich viel zu lange rumgemacht. Ich hätte sie gleich auf Seite legen sollen. Nach der Session hier direkt zerlegen, Dichtung raus, neue rein, vielleicht noch ein bisschen bearbeiten, damit die vielleicht noch ein bisschen gängiger ist und dann fertig. Aber ich bin jemand, ich wirke dann immer noch ein bisschen rum und denke, vielleicht geht es ja noch ein bisschen weg oder keine Ahnung. Aber oft ist das nicht der Fall. Und dann bleibt einem doch gar nichts mehr anderes übrig, außer das so schön zu machen. Und das schön auseinanderzunehmen. Jetzt fummel ich rum. Ja, nicht sichtbar und ärgere mich die ganze Zeit, warum die Scheiße nicht so reinhaut und ich weiß ja schon, an was es liegt und siehe da, was haben wir denn hier? Meine AL+. Ja. Wie gesagt, wenn die Dichtung nicht defekt ist, sind die super, die ganz, schwöre ich drauf. Natürlich hier made in Germany. Kann es was Besseres geben? No. Deutsche Qualität, gute Qualität. Nimmst du deutsche Qualität, hast du gute Qualität. Ja, hier seht ihr, hier die läuft schon viel, viel besser. Hier fahre ich jetzt auch ein paar Spinnenbeine, weil ich das Papier nicht kenne und die Farbe natürlich auch nicht oft benutzt, das muss man dazu sagen. Brauche ich nochmal ein bisschen ein anderes Ding, aber jetzt, wo ich hier mit der Schminkefarbe auf dem anderen Synthetikpapier, auch auf dem Cratex gearbeitet habe, komme ich mega gut zurecht. Passiert mir so gut wie gar nicht. Ist nochmal ein anderer Schnack.
Ja, wie gesagt, ich probiere immer gerne rum. Ich bin ja immer so ein Duppel und zeige das auch noch. Für euch da draußen, ihr Schweine. Ja. Ist so viel Aufwand. So viel steckt da drin. Ich finde es immer ein bisschen schade, weil ich kriege da relativ wenig Resonanz von euch generell. Die Leute, die schauen sich das gerne an, nehmen das gerne mit, aber ja, lasst mir nicht mal einen Daumen da, das ist echt frech. Frech, schämt euch. Schämt euch einfach. So. Gucken wir mal. Ist auch der Grund, warum ich gerade zur Zeit nicht mehr so viel Bock habe. Ich mache gerade nicht mehr viel. Auch Live-Ding mache ich gerade nicht mehr viel. Habe ich gerade echt keinen Bock mehr. Ich nehme jetzt mal so ein paar Sachen, die ich hier noch im Rechner habe. Den Kratos und den Miniskull. Den Kratos habe ich sicher noch einen Haufen Teile, die ich rausfeuern werde. Und ja, ob ich so schnell in der nächsten Zeit was mache, ist echt eine andere Frage. Aber was ich geil finde, ich war ja schon im Airbrush Step-by-Step Magazin drin in der Ausgabe 79. Einmal als hier. Ach, sag schon, das habe ich jetzt in Höhe für Schlaganfälle hier als Leserbrief. Da war der blaue Skull drin, was ich ziemlich cool fand. Und da wird natürlich schon angeteasert, dass der Hai dann bei der Ausgabe 80 mit drin ist. Und das ist auch sehr fein. Da freue ich mich. Bin ich auch wieder stolz drauf. Und im englischen Airbrush The Magazine ist mein Kratos jetzt auch bald drin. Also das ist eine feine Sache. Ist wirklich eine schnieke feine Sache. Das macht auf jeden Fall Spaß. Da freue ich mich schon drauf. So, noch einen Schluck trinken. Wenn man in dem Step schon echt kontrolliert und gut arbeitet und das Weiß überall gut aufbringt, dann hat man schon eine ganz geile Optik. So, ja, hier seht's. Mit der AL Plus, wie gesagt, die Gans beherrsche ich einfach wie die Sau und mit denen komme ich einfach super zurecht. Und auch jetzt hier mit der Airbrush Color for You, die natürlich anders ist und auch durch Squaretex Papier, kriege ich das trotzdem relativ schnell in den Griff. Und kann da relativ schnell echt ähnlich arbeiten wie sonst auch immer. Und das meine ich eben damit, dass ich die eben einfach in- und auswendig kenne, aber ich nutze die auch schon seit Jahren. Und ja, da werde ich mir, glaube ich, echt noch ein paar zulegen. Dann habe ich echt so ein paar, wo ich immer, wenn da mal eine zickt, dann nehme ich auf die andere und fertig. Und dann ist das gut. Er wird schon wissen, was er tut. Vom Mellow Whisky shoppen, Norbern, ich laufe. Oh, Füße mir weh, dau. Hoppala, jetzt habe ich mir was kaputt gemacht, Mensch. Oh, das Geschenk von der Tochter, da wird sie aber nicht glücklich sein. Muss jetzt aber schnell mal hier reparieren. Oh. Käse. Das mache ich ja auch alles kaputt. Oh. Das mache ich jetzt, während die Aufnahme hier läuft, repariere ich hier das Ding. Oh. Come on. Geh da jetzt rein. So. Oder so ähnlich. Das hört sich für euch wahrscheinlich an. Was macht der da? Ach ja, ich mach's ein andermal. Das habe ich jetzt hier gemacht. Da muss ich neun. Ah. Ich nur Ärger mit meiner Tochter. Papi, wo ist dein Anhänger? Schön die Schnur abgerissen. Ah. Das ist war sich jeder wieder typisch. Ja, aber kriege ich ja hin. Wenn einer was im Haus reparieren kann, dann ich. Sagt meine Tochter auch schon immer, Papi kann es kleben. Papi klebt alles. Das ist mit Sekundenkleber, aber mit hier. Mit Pattex oder mit der Heißklebepistole. Die Heißklebepistole ist eh mein bester Freund. Der hat mich ja schon gehörig mal verbrannt, hey, aber mal so richtig übel. Weiß ich noch, da habe ich irgendwas geflickt noch in der Bude. Und dann hatte ich da irgendwie so, ich wollte irgendwie, das war wegen dem Bad, da hat irgendwas nicht gepasst, irgendwie beim Schalter. Und dann habe ich mir das Scheiß drauf, dann klebe ich den da einfach fest. Dann habe ich so ein Stück Holz, einen richtig fetten Bollen drauf gemacht und bin losgelaufen. Dann ist mir das Ding in der Hand natürlich, wie soll es auch anders sein, gekippt. Und dann habe ich natürlich mit einer Hand, mit einem Finger natürlich voll in den Heißkleber gefasst, habe mir da gehörig den Finger verbrannt. Hatte ich ein paar Tage lang Freude.
So, jetzt mache ich eben genau das, was ich vorhin gesagt habe. Ich mache die Spinnenbeine wieder weg mit der AL Plus, weil mit der habe ich das Handling einfach drin. Hätte ich das ganze Bild so gemacht, auch schon mit weiß, dann wäre das natürlich von der Qualität nochmal deutlich besser gewesen und auch ein bisschen sinniger. Das hätte ich mal lieber mit der Gun und irgendeinen anderen Scheiß ausprobieren sollen. Nicht gerade bei dem Projekt, aber hey. So ist das halt. Ich mache das jetzt hier und hänge das hier rein. Das wird schon passend. Ja. Da, 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 di, 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 di. Ach ja, herrlich. So ist das. Aber ich finde, der sieht irgendwie cool aus. Der Skull hat mir gefallen. Hat auch jemand bei Facebook geschrieben. Ah, den kenne ich doch, das ist mein Skull. Und so, ich denke mir, ja genau. Gibt es halt nur 2000 Mal auf Pinterest. Also geil. Ja, Pinterest ist eben, wenn es um Vorlagen geht, mein absoluter bester Freund. Das werde ich immer wieder häufig gefragt, wo ich denn meine ganzen tollen Ideen her habe. Das sind nicht meine eigenen, ganz und gar nicht. Aber ich ändere sie immer ab zu meinen eigenen Sachen. Damit es einfach auch noch ein bisschen individueller bleibt und auch irgendwie noch mein Stil mit drin hat und dann eben auch keine dreiste Kopie einfach ist, sondern immer noch meins. So, jetzt gehe ich hier, will eigentlich die Nase machen und die, ja, ihr könnt es euch wahrscheinlich vorstellen, jetzt wo ich die AL Plus in der Hand habe, die natürlich butterweich ging und jetzt wieder die, wird der Frust und der Ärger natürlich noch viel, viel größer. Hey, das sieht man ja hier, das einzelne Haar. Zu gute Kamera. Viel zu gute Kamera. Ah, die Kamera ist geil. Ich bin froh. Ich habe sie ja zum 30er gekriegt, damals. Damals schon. Ich bin so alt. Und das Scheißding hat über 1000 Euro gekostet. Aber das funktioniert immer. Die Kamera ist einfach gut. Die läuft und läuft. Wie der Duracell-Hase. Und läuft und läuft und läuft. Was war das hier? Top Gun Verarsche. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Film heißt. Top Gun Verarsche. Hier mit Charlie Sheen. Wo er hier der Duracell-Hase, wo sie Rambo verarschen und den Counter noch einbauen mit den Kills und so. Wo dann irgendwann der scheiß Duracell-Hase da mittendrin durchläuft. Mit der Trommel und das Ding über den Haufen geballert wird. Das ist ein Film, du, hey. So eine Satire könntest du heutzutage gar nicht mehr bringen. Du wirst ja gleich eingeknackt. Ach, geil. Ah, der Film war witzig. Der war echt witzig. Sowas damals. So Kultfilme. Also einfach, das fängt über den Spirit von den 80ern, 90ern ein. Das ist eine wahnsinnige Zeit. Richtig coole Filme. Lethal Weapon fällt mir gerade noch ein. Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Die sind auch cool. Die sind auch lässige Filme. So, jetzt mal wieder ein bisschen zurückgehen. Ich probiere nachher, glaube ich, noch einmal mit dem Schminkestift links aus, ob ich das Nasending, das sieht jetzt gar nicht so schlimm aus, aber ich probiere das nämlich, glaube ich, nachher nochmal aus mit dem Stift, wie das aussieht auf dem Synthetikpapier, wie das so rüberkommt und so. Oh, das hat mir gar nicht gefallen. Ich habe es dann, glaube ich, drin gelassen. Dann am Ende die Highlights. So, jetzt nehme ich natürlich ein paar Candy-Töne. Candy Blau, Candy Rot, Candy Gelb. Und Blau und Gelb gibt natürlich Grün. Mache ich ein bisschen Übergang. Rot und Gelb gibt natürlich ein schönes Orange an ein paar Stellen. Also so kriege ich gleich noch ein bisschen Farbvarianzen. Ranzen, auf dem Bild. Das liebe ich bei solchen Tönen immer. Ich mag eigentlich sowas gerne, sowas wie jetzt, so rummalen, so ausprobieren. Das finde ich eigentlich immer mega geil. Das macht mega viel Spaß, dem einfach so Farbe zu geben und da ein bisschen rumzuhantieren. Mache ich eigentlich viel zu selten, weil ich es eigentlich gerne mache. Ich muss mal wieder ein Projekt machen, wo ich echt mal wieder hier so. Habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gemacht. Jetzt wollte ich es ja eigentlich bei dem einen aktuellen gerade machen, habe da natürlich einen brutalen Denkfehler reingebracht. Kann das natürlich gar nicht so machen wie hier. Mit Neutralgrau und Weiß wollte ich es machen. Da habe ich irgendwie zu viel gemacht in letzter Zeit und da völlig einen Bockmist gemacht. Und jetzt kann ich das gar nicht so umsetzen, wie ich will. Kann ich die Scheiße wieder monochrom malen. Und
Ja, aber ich werde mal mit Neutralgrau und Weiß mal so ein Bild hier aufbauen. Einmal schon mit Weiß und dann Neutralgrau statt Schwarz nehmen. Einfach mal zu gucken, wie das aussieht im Vergleich zu dem Kratos, wie ich das mit dem Schwarz mache. Irgendwie bockt mich das voll. Schauen wir mal, was ich da mir so raussuche. Jetzt habe ich hier so ein richtiges Dunny-Motiv und Dunny-Style und jetzt kann ich auch nicht mal drin mit weißeren rumfummeln. Jetzt wird es noch mehr Dunny-Stil, wenn ich noch da drauf kratze. Ich sage, die scheiß Leinwand ist natürlich. Mit Gesso habe ich zu wenig vorbehandelt, weil ich ja nicht kratzen wollte. Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig. Das ist semi-geil. Damit bin ich gerade überhaupt nicht zufrieden, aber so ist das halt. Das ist halt. This is the way. So, hier auf Discord geht es schon wieder ab. Meine Fresse. Muss ich einmal kurz reingucken hier. Leute schreiben wieder wie verrückt. Ich passiert ja gerade ähnlich viel. Ich glaube, ich habe mal kurz die Farbe gewechselt. Bisschen Farbwechsel hier dann eben die anderen Töne reinbringen. Damit das einfach funktioniert. Ihr seht jetzt natürlich hier schon schön mit dem Gelb, wie das hier, da wo ich schön ausgenebelt habe, ins Blaue dann schon schön grün würde. Das sieht schon geil aus. Also sowas mal, was für so eine Spielerei finde ich irgendwie cool. Das ist echt lässig. Ach, das Airbrushen gibt so viel her und macht eigentlich so viel Spaß. Kann eigentlich so viele möglich, man hat so viele Möglichkeiten, kann so viel machen. Ach, das ist eigentlich echt eine feine Sache. Jetzt nehme ich, bin ich hier natürlich schon mal ziemlich viel mit Gelb unterwegs. Jetzt na, denke ich mir irgendwann, ach komm, ich will noch ein bisschen Rot drin haben, ein bisschen noch mehr Orange. Und dann mit, ah ja, dann ziehe ich das Gelbe jetzt ein bisschen großflächiger drüber, dann kann ich noch ein bisschen mehr Orange einbringen und unten am Kiefer, dann behalte ich mich jetzt, glaube ich, noch ein bisschen mehr zurück, glaube ich, mit dem Gelb, damit ich da auch noch ein bisschen tieferes Rot reinbekomme. Und dann ist das nämlich nochmal ein bisschen sinniger, nochmal ein bisschen stimmiger, das Ganze. So. So. Das Video geht eine Stunde, ich glaube 15, müsste das sein. Wir haben jetzt schon 52 Minuten gequatscht. Und voilà, wir sind fertig. Ihr Scheiße, was passiert? Ihr könnt es euch vorstellen, Kamera ging aus. Gibt natürlich kein Lebenszeichen von sich, nur ein kleines Klick-Klick, wenn das Objektiv zugeht. Und ich habe es natürlich nicht gemerkt, weil die Absaugung war an, Musik war an, ihr kennt das Spielchen. Bums war das drinnen. Aber ich habe natürlich nur noch hier das Rot genommen. Ihr seht es an den Stellen, wo ich es eingefügt habe, wurde das dann im Gelben noch ein bisschen orange. Da, wo ich ein bisschen mehr gegeben habe, wurde es dann noch ein bisschen rötlicher. Und was ganz cool ist an der Kinnpartie unten, natürlich das Candy Rot sich mit dem Candy Blau mischt, dann kriegen wir natürlich ein Violett hin. Das finde ich halt cool, wenn man dann auf einmal so viele verschiedene Farben hat. Ah ja, Teufelwerbung hier die ganze Zeit für meine Bluetooth-Kopfhörer, Mensch. Hier überall illegale Werbung eingebaut. Jetzt wollte ich eigentlich nur noch mal ein paar Highlights rausziehen, weil ich gemerkt habe, an ein paar Stellen ist es mir einfach jetzt noch ein bisschen tonal zu wenig. Deswegen gehe ich hier jetzt noch mal so ein bisschen rein, mache so ein bisschen die Lichtreflexionen. Und hätte ich noch mal ein bisschen mehr die Farbe, glaube ich, verdünnen sollen. Das ist ein bisschen zu krass. Aber mei, hinterher ist mir immer schlau. Ich glaube, ich färbe das sogar noch mal ein bisschen an den Stellen nach, weil mir das jetzt einfach zu viel ist. Hier ist natürlich jetzt genau im Malen total wichtig. Hier geht es jetzt auch ein bisschen besser mit der Iwata, aber auch nur so ein bisschen. Und damit versaue ich mir, wenn ich es halt jetzt wieder nicht im Griff habe, dann versaue ich mir halt wieder mega viel. Deswegen ärgert mich das dann in dem Step noch viel, viel mehr. Und ja, da zum Beispiel, da werde ich dann, oh, da denke ich mir dann, Alter, hey, da war ich echt, glaube ich, kurz davor, die wegzuschmeißen und mir irgendeine Evo rauszuholen und da kurz weiß reinzukippen und das zu machen, weil das ist so ärgerlich. Das muss man jetzt wieder nachfärben, eigentlich noch ein bisschen mit Schwarz rein, damit das wieder nachher die Spinnenbeine weg sind und so. Und das, ja, dann wird es dunkler, als es sein sollte, etc. Ihr wisst, was ich meine. War natürlich hier eigentlich fast hier so eine doofe Idee, die Iwata zu nehmen. Also mit einem Untergrund, den ich nicht kenne, mit einer Farbe, die ich jetzt nicht so viel benutzt habe und dann noch eine Pistole, die ich nicht oft benutzt habe. Das sind immer so Kombinationen, die sind eigentlich nicht gerade ratsam für so ein, genau für so ein Bild, wo es dann halt voll drauf ankommt. Ich weiß nicht, warum ich dann immer solche Hirnfürze habe und dann genau mir denke, ach ja, das ist perfekt. Perfekt für den Minis, geil. Das ist wunderbar. Aber ich finde es geil, weil der ist halt einfach komplett Freihand. Das
Das ist halt eine feine, geile Sache. Und ich meine, klar, man kann Hilfsmittel nehmen, man kann alles Mögliche machen, was man kann nutzen, was man will, aber ich nehme halt einfach gerne nur die Gans. Das ist nicht, weil ich hier so hardcore unterwegs bin, sondern einfach nur, weil ich es mag. Andere nehmen gerne, keine Ahnung, Pinsel noch dazu oder Aquarellstift, so weiß der Kuckuck was. Kann man gerne machen, ist ja alles easy. Wie gesagt, ich mag das nicht so. Ich bin einfach Freund davon, das mit der Gans zu machen. Weil ich es irgendwie cool finde. Aber so ist das halt, wa? Es funktioniert, jetzt bin ich natürlich geschockt gewesen und gehe jetzt natürlich hier ganz sachte ran. Ich keinen Bock habe, das noch weiter zu verschlimmern. Und hoffe, dass das auch funktioniert. Aber es funktioniert so halbwegs gut. Und das ist natürlich halt, ja, ist halt ärgerlich. Hier bin ich immer wieder nebendran am Papier, am Testen und dann läuft sie wieder so 5 Zentimeter und dann wieder nicht. Dann gehe ich wieder ans Bild und so gucke ich, dass sie da oh, so eine Kontenance irgendwie hinbekommen, aber irgendwie wollte es halt einfach nicht. Dies wollte halt einfach nicht. Ja, man könnte sich ja vorstellen, dass das auf die Größe ist, das ist natürlich coole Hausnummer. Ich finde es irgendwie geil. Das Projekt selber hat mir mega viel Spaß gemacht. Dieses kleine Malen macht mir irgendwie richtig viel Spaß. Also es hat echt was. Ich glaube, ich muss nochmal so irgendwas Kleines machen. Vielleicht sogar noch einen Ticken kleiner. Nochmal nur mit der Aal Plus machen. Einfach nur mit der vielleicht mal sogar monochrom irgendwas machen. Einen Farbton nehmen und dann irgendwas Kleines rausschießen. Das wäre irgendwie schon cool. Das ist einfach mal so für mich. Das nehme ich dann auch gar nicht auf. Sondern das poste ich vielleicht nur bei Instagram oder so. Dann ist das easy. Aber so seht ihr mal, wie man sowas machen kann. Ich finde die Farben irgendwie stark. So in so einem Skull, so bunt, habe ich irgendwie auch noch keinen wirklich groß gesehen. Und ich finde das irgendwie geil. Vielleicht, das muss ich, glaube ich, auch nochmal machen. Irgendwann mal so einen richtig fetten, großen Skull auf 70x50. Und dann komplett bunt. So richtig crazy in allen Farben einfach einfärben. Das kommt bestimmt auch irgendwie geil. Da kann ich mal so richtig in die Farbpalette reingreifen. Und einfach mal total durchdrehen. Und am Ende stehe ich mit der Airbrush dran und sage, Hola chicas, ich bin euer Roche González und wir brushen heute ein kleines bisschen mit der Farbe und dann nehmen wir das Ganze und dann machen wir wunderbare eine Airbrush-Pistole. Aber wir müssen aufpassen, wenn wir mit die Iwata da nehmen, dann ist das nicht so gut. Ich gebe 4 Punkte. So ungefähr, ey, stelle ich mir das vor. Ach, das ist herrlich, aber kriegt schon langsam mehr und mehr Strukturen alles. Und wie gesagt, durchs Einfärben und so, die Blauverschiebungen, die wir vorher hatten, die sind dann nicht mehr so relevant. Passt das ganz gut. Also farbrein ist der natürlich nicht, wir haben natürlich fettschwarz genommen. Hätte man auch anders lösen können. Rückblickend betrachtet, hätte man auch mit einem Blau-Gelb 1:1 Mischung, kriegt man auch nahezu schwarz hin, kann man natürlich auch arbeiten, dann sieht das alles nochmal ein bisschen stimmiger aus. Aber darum soll es ja hier jetzt eigentlich nicht gehen. Hier war mir einfach nur die Größe wichtig. Ihr wisst ja, auf die Größe kommt es an. Na, hier wollte ich einfach mal rumtesten etc. und mir das mal anschauen. Ich habe jetzt echt mal so ein paar richtig schöne farbreine Porträts rausgeschissen. Ich muss sagen, mir gefällt das, mir macht das Spaß. Es ist erstaunlicherweise, wenn man mal so ein bisschen hinter das Ganze blickt, wie das funktioniert richtig, wie man das aufbaut, wie man das macht. Gerade Hauttöne und so habe ich mir selber gemischt und alles. Also wenn ihr da ein bisschen auf Discord oder Instagram bei mir unterwegs seid, dann habt ihr das ja schon gesehen. Wenn man da so ein bisschen dahinter schaut, dann merkt man relativ schnell, wie brutal billig das eigentlich gemacht ist. Also wie einfach das wirklich funktioniert. Wenn man da sich natürlich noch rein investiert, dann ist das echt ein Null-Hexenwerk. Wenn man dann viel mit den Komplementärtönen arbeitet etc. und dann die Sachen dann eben so weit manipuliert, dass das fürs Auge stimmig ist, dann braucht man kein Weiß und kein Schwarz mehr. Hat auch in so einem, sag ich mal, realistischeren Ansatz auch nichts zu suchen. Aber das ist wirklich extrem spannend und interessant und irgendwo auch irgendwie auch recht simpel irgendwann. Wenn man mal ein bisschen dahinter guckt, ist das echt simpel.
Ja, mal schauen. Das neue Artboard wir mal angucken. Vielleicht mal da ein paar Bögen raushauen, ein bisschen was drauf machen. Habe ich irgendwie auch mal Bock, da irgendwas drauf zu malen. Und dann gucken wir mal. Deswegen sind es nachher beim Firn ist nicht so wie beim Createx-Papier. Das biegt sich ja in alle Richtungen. Das habe ich jetzt immer fixiert auf meiner Staffelei mit Magneten, damit das sich nachher nicht so durchbiegt. Das hat auch ganz gut funktioniert. Auf dem dickeren Reflex-Artboard ist das natürlich tausendmal besser. Da biegt sich halt gar nichts durch. Das kriegt eine leichte Krümmung, minimal. Aber das ist so richtig dick, Alter. Das habe ich gar nicht gewusst. Das ist so eine fette Dicke. Das ist ja 5 mm oder so dick gefühlt. Das ist ja kein Papier, das ist schon ein halber Karton. Das ist halt schon stark. Hier probiere ich das jetzt mal nur aus, weil ich wissen will, wie das auf dem Createx-Papier oder halt auf dem Synthetikpapier hier so aussieht. Wenn man da mal so reinmalen würde und ja, das ist zu hart. Das ist einfach zu hart. Ich habe es natürlich gelassen, vor allem wenn ich jetzt mit der Gun hingehe, dann habe ich 1000 Spinnenbeine. Wegwischen wollte ich es jetzt auch nicht und dann habe ich mir gedacht, okay, dann lassen wir es mal, aber es ist einfach zu hart. Zack, einmal voll rein. Voll rin hier. Ja, das ist, glaube ich, die pure Verzweiflung, weil die Gun einfach, weil es einfach nicht mehr so will, wie ich das gerne hätte. Genau. Aber so ist das jetzt halt noch ein bisschen Rumgewürge hier. Ein bisschen Detailing, ein bisschen nochmal Highlights, ein bisschen nachher nochmal nachfärben, damit das nicht zu krass weiß ist. Das ist ein bisschen too much, das Ganze. Weiß. Und deswegen werden wir das auf jeden Fall noch ein bisschen nachfärben, so ein bisschen dezent, also dass es auch wirklich noch erkennbar ist, aber halt von außen rum her nochmal so ein bisschen die Farbe einfängt, die wir hier ringsrum haben, damit das auch einfach stimmig bleibt. Es soll ja stimmig bleiben. Oh, die quatschen da draußen so viel Bullshit, ey. Das gibt's gar nicht. Besoffenen Penner wieder. Welche besoffenen Penner da draußen. Ach ja, das waren noch Zeiten, wo ich immer auf der Straße noch besoffen rumkampelt bin. Da sind wir ein paar Jahrzehnte her, du. Ja, war ein schlimmer Finger in der Jugend. Ganz ein böser Junge. Halt, stopp, jetzt rede ich. So, jetzt färben wir das Ganze nochmal nach. So wie ich gesagt habe, hier ein bisschen mit Gelb nochmal ein bisschen das ringsrum. Einfach die Highlights nochmal minimal zurücknehmen, damit das einfach nochmal ein bisschen stimmiger auf dem Ganzen aussieht und nicht ganz so krass ist. Und dann passt das schon. Ich glaube, hier und da gehe ich nochmal ein bisschen drüber. Nachher mit Weiß weiß ich gar nicht mehr, ob ich nochmal ein kleines bisschen nachgehe oder nicht. Aber ja, damit es einfach nochmal stimmig bleibt. Ja, ein bisschen mit Weiß gehe ich, glaube ich, nachher nochmal nach. Kleines bisschen. So habe ich jetzt nochmal ein bisschen mehr eine farbliche Ebene und dann nochmal ein bisschen mit Weiß, vielleicht nochmal ein bisschen mit Schwarz. Schwarz geht jetzt, also die Tiefen, die wir vorhin eingebaut haben, die gehen jetzt natürlich auch so ein bisschen unter. Ziehen wir da nochmal ein bisschen raus. Wie gesagt, das ist hier kein realistisches, super farbreines, geiles Megabild, sondern es ist einfach nur ein Skull in Schwarz und Weiß mit ein bisschen Farbe. Und für dieses, was er ist, ist er gut. Ist er richtig geil, mir gefällt er. Ja, irgendjemand hat geschrieben bei Facebook, er hat noch nie so einen geilen Skull gesehen in der Farbe, mit so einer Farbkomposition. Le Farbe. Le Magnifique. 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 Ja, jetzt machen wir noch ein bisschen mit der Al Plus hier, noch ein bisschen Details, noch ein bisschen hier. Ihr wisst ja, noch mal ein bisschen was auskorrigieren, was wir hier versaut haben mit Spinnenbeinen. Einmal mit der guten Gun, mit der guten Gun nochmal nacharbeiten. Aber wir hakt es hier mal wieder ein bisschen. Ich hoffe, dass nachher nicht in der Aufnahme auch so hakt, aber jetzt keinen Bock nochmal die Aufnahme zu unterbrechen und damit das funktioniert. Aber guck mal, wie fein ich hier malen kann. Alter, ich liebe die Gun einfach. Also die schwarze Al Plus, die ist einfach mein Schätzchen. Wobei ich echt alle mit Liebe behandle, aber die kriegt aber nochmal eine extra Behandlung von mir. Die darf dann nochmal übers zweite richtig trockene Mikrofasertuch gerieben werden. Mein Schätzchen. Mein Schatz. Ach, geiler Scheiß.
Ja, und dann sind wir hier nämlich, machen wir noch ein bisschen die Details hier rein und dann sind wir nämlich auch relativ schnell dann nachher schon am Ende hier und haben das Ding fertig. Ich rupfe natürlich noch den Rahmen ab. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier drin haben mit den Rahmen abrupfen. Vielleicht sieht man dann auch so schön, wie das faserig rausreißt, wie verrückt. Vielleicht sieht man es auch nicht mehr. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich das überhaupt noch auf der Aufnahme drauf hatte. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt. Aber hey. Wie gesagt, die paar Gänsefüßchen, Tausendfüßler oder Spinnenbeine, was auch immer, wie man es auch immer benennt, die seht ihr nicht. Die seht ihr nachher nicht mehr. Da müsst ihr wirklich das Bild mit der Lupe betrachten. Wir sind natürlich ja auch mega nah dran, aber wenn man sich mal die Gun im Vergleich zu dem Skull anguckt, dann wird einem schnell klar, wie klein das ist. Dann passt das schon. Dann denke ich mir so, ja, die paar Stellen nach Furz. Bevor ich danach mit der Gun reingehe, die Helligkeit noch weiter runternehme, es zu korrigieren, lasse ich es einfach. Und dann passt das. Ein bisschen Overspray hier und da noch ein bisschen weggemacht. Und dann ist der Skull fertig. Ich bin Skull-Fan. Wir haben gerade Skull-Woche auf dem Server, auf dem Discord-Server. Ich glaube, noch nie so viele Skulls rausgehauen von allen Mitgliedern etc. wie die Woche. Das war wirklich crazy. Crazy, but I like it. Crazy, but I like it. Oh, hier wird geschrieben im Discord, ey, ihr seid echt, echt verrückt. Hier geht ja die Party wieder ab. The party's going on. Ja, ihr könnt da ja so, ihr könnt ja frei euch austauschen, wie verrückt, solange alles gesittet bleibt. Sonst gibt es was auf die Finger. Auf den Shishi-Finger. Und was mache ich jetzt hier noch? Mache ich noch die Highlights ein bisschen rein? Ja, hier noch ein bisschen Highlights. Verschmier wieder die Hälfte, reg mich nur wieder auf. Hätte ich mal lieber gelassen oder eine andere Gun genommen. Warum habe ich keine andere Gun genommen? Wieso? Wieso? Okay, überall. Jetzt auf den letzten Metern versaue ich echt hier. Hau ich doch noch mal einige Fehler rein jetzt. Ich glaube, ich hätte an dem Abend einfach aufhören sollen. Vorhin, bevor ich gestartet habe, in der Aufnahme gesehen, dass ich keine Ahnung, das angefangen habe um 11 Uhr nachts. Habe ich angefangen. Wir haben gesehen, eine Stunde, also war ungefähr 0 Uhr. War ungefähr 0 Uhr, als ich fertig war. Ich hätte es einfach sein lassen sollen. Und einfach am nächsten Tag kurz die AR Plus nehmen, einmal weiß reinhauen, Highlights machen, fertig. Aber nein, ich könnte ja was verpassen, ich muss es gleich fertig machen. Ich wirke lieber rum. Ja, damit muss ich halt leben. Das ist es halt dann. Hier noch da noch ein paar kleine Details, halt immer viel. Ich hoffentlich höre ich jetzt gleich auf, bevor ich hier noch mehr Spinnenbeine über reinfetze. Aber so ein bisschen Highlights wollte ich schon noch drin haben. Das war mir einfach noch ein bisschen zu wenig. Ihr seht nachher das Endbild. Das haue ich euch noch rein, damit ihr das mal nachher sich mal von der Ferne seht im Vergleich zu Gun und dann auch, ich meine hier die Kamera. Und das Problem ist gar nicht die Kamera, wie die das Ganze immer einfängt, sondern eigentlich der Deckenstrahler, der mit seinen 5000 Lumen, die der hat, der brezelt halt einem die Netzhaut weg, wenn man da reinguckt. Das sorgt natürlich für mich im Umkehrschluss dafür, dass ich, egal zu welcher Tageszeit und Nacht, halt hier immer fettes Tageslicht drin habe im Zimmer zum Brushen und da gibt es einfach nichts Besseres, wenn man einfach so ein richtig sinniges, stimmiges Tageslicht-Feeling hat. Kann man einfach am besten malen. Macht natürlich auch die Augen müde und so, brauchen wir auch nicht drüber quatschen, aber ja, der reflektiert natürlich hier das Papier, wirkt alles immer ein bisschen matter und nicht ganz so gesättigt etc. Das wollte ich genau sagen. Ist dann immer so ein bisschen das Problem nachher beim Aufnehmen hier, wenn die Leute mich dann auch während Live-Session ansprechen, oh, das sieht zu so dunkel aus, aber es ist dann halt nicht. Bei mir vor Ort ist das nicht annähernd so dunkel und so. Das ist halt immer so ein bisschen die Problematik der Übertragung und alles und der Komprimierung übers Internet natürlich auch, braucht man nicht reden. Aber hier jetzt bei solchen Aufnahmen ist es natürlich mit der Komprimierung Gott sei Dank nicht so schlimm. Hier haben wir natürlich die volle 4K-Power für euch. Ich weiß gar nicht, ob ihr da, ob ich hab, ich weiß gar nicht, wie viele Leute das wirklich in 4K gucken. Wenn ich das, die Statistik hätte, das wäre mal super interessant. Oder ob ich es mir halt von Anfang an einfach sparen kann. Und dann nicht mal nur ein Bruchteil
der Gigabytes hier auf meinen Festplatten. Ich habe jetzt 2 Terabyte voll nur mit meinen Videos, weil die einfach so riesig sind. Also, fertige Videos und nicht die zusammengestückelten hier. Also der Kratos, der hat einfach mal 400 Gigabyte Größe, den ich jetzt gerade heute mal wieder runtergeladen habe von den SSDs, von den SD-Karten, wo ich mir dachte, so mein lieber Scholli, Alter, das Ding ist riesig. Erstmal 400 Gig frei haben, habe ich Gott sei Dank mit meiner meinen SSDs. Da habe ich Gott sei Dank überall genug Platz, aber jetzt wird es langsam auch wieder eng. Brauche ich auch mal wieder Nachschub. So, was hängt denn hier jetzt das Video? Hat das einfach aufgehört? Ich weiß gar nicht, ob es jetzt hier einfach gestoppt ist oder nicht, aber es kommt jetzt eh gleich hier. Das Endbild. Schauen wir uns das einfach mal an. Ja, in dem Fall sehen wir nicht mehr das Rausgerupfe. Und dann habe ich das tatsächlich nicht mehr drauf gehabt. Schade eigentlich, es wäre witzig gewesen. Ich glaube, mein Gesicht dabei zu sehen, wäre noch das größere Vergnügen. Ha! Jetzt kommt es ja doch. Was war denn das jetzt? Okay, na, ich lasse jetzt drin, jetzt habe ich drüber gequatscht. Das schneide ich nicht mehr raus, dann müsst ihr mitleben. So, jetzt fummel ich das erstmal ab und denke mir so ein Bullshit. Das ist das mit dem Papier natürlich ein Käse. Und jetzt ziehe ich das ab. Ich glaube, hier geht's gut. Ich glaube, die Seiten wird es jetzt gleich übel. Glaube ich mal. Irgendwie, ich glaube, dass die Seiten waren, glaube ich, ziemlich krass. Ja, schön Dreck am Pullover, hey. Ist das eine Nudel oder was? Eine Nudel? Einfach mal eine Nudel am T-Shirt. Ja, gucken wir mal, was jetzt hier los ist. Die Seiten kommen, waren es diese. Was überhaupt das Bild? Doch, das war das Bild. Ich bin eigentlich bekloppt, Mensch. Das innen drin natürlich noch rausfummeln. Wo habe ich denn das Bild reingepackt? Das habe ich doch hier reingezogen. Vorab, das Endbild habe ich hier reingezogen. Das ist jetzt wieder. Ja, machen wir erstmal den Innenrahmen raus. Ich finde, das sieht immer noch ein bisschen cool aus, wenn es dann so hier ein paar Rämen hat, ein paar Dinger. Ist das einfach nochmal so ein bisschen stimmiger. Ein bisschen wilder. Dann sieht das noch kleiner aus. Optische Täuschung hier. Ja, aber ihr seht, das Ding ist verdammt klein. Damn it, klein. Jetzt sehe ich dauernd mein Nudelstück da. Meine Nudel. Jetzt seht ihr die dauernd meine Nudel. So schnell kann es gehen. Und schon sieht man die Nudel. Ja, da war sie wieder. Ja, an ein, zwei Stellen habe ich es ein bisschen unsauber gecuttet. Beim Aufkleben. Da ist ein bisschen reingenebelt. Ihr seht es. Habe ich noch ein bisschen mit der Cutterklinge nachher noch ein bisschen weggekratzt. Kann man ja schnell gut machen, da ist das ja gar kein Thema. So, jetzt schauen wir mal, ob ich das nochmal bequatsche, oder ob ich mir gedacht habe, so what the fuck, und einfach dann gelassen habe. So, es hat keiner gesehen. Oh, so ein Gefummel, da werde ich jetzt fickrig, nur wenn ich sehe. Wenn ich es jetzt sehe, denke ich mir, oh, da kommt dann gleich wieder der Hass hoch. Das war tatsächlich nicht hier. Aber bei welchem Papier ist mir das denn so ausgerissen, ey? Was? Nee, oder? Was jetzt nur hier die rechte Seite? Bin ich jetzt bescheuert? Ich zweifle an mir, ich drehe durch. Nein, das war nicht da, oder? Oder doch, das hängt jetzt so fusselig dran, oder? Jetzt entscheide ich doch mal, hängt es jetzt einfach mal hin. So, lass mal kurz gucken. Nee. Tja, scheiße war's. Stimmt gar nicht. Dann war es das nicht. Was ist mir denn dann passiert? Mein lieber Herr Gesangsverein. Da seht ihr es. Wunderbar, richtig schön. Geile Farben. Das wirkt richtig cool. Da sieht man auch ein bisschen das Kupfer noch oben ringsrum und dann innen drin. Man sieht es auch jetzt noch, wenn man es sich vom Näheren anguckt. Aber ja, wie gesagt, das seht ihr halt nicht so geil. Und der hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich öfters mal sowas machen. Vielleicht noch mehr da mit Rämen und so, mit Schatteneffekt und so ein Zeug, damit das nicht so eindimensional jetzt noch aussieht. Aber der hat mir richtig viel Spaß gemacht, richtig viel Freude. Wie ihr mir übrigens richtig viel Freude machen könnt, ist liken, abonnieren, teilen. Schaut gerne in meinem Shop rein, den ich habe. Da könnt ihr gerne reinschauen. Weil das geile Merch.